Hey, na? Herzlich willkommen zurück hier zu Star Wars Jedi Fallen Order. Genau. Und beim letzten Mal haben wir so tierisch auf die Fresse bekommen. Deswegen, Leute, lasst das mal heute ein bisschen anders machen. Wir werden diesen komischen Jotten, wie auch immer, auf die Fresse hauen. Das Ding ist, es lag natürlich nicht an uns, dass wir verloren haben, sondern am Spiel. Das haben die Entwickler natürlich auch gleich mitbekommen und deswegen gab es einen knapp 500 MB großen Patch. Gab's. Deswegen. Weil sie gemerkt haben, die haben einen Fehler gemacht. Und zwar genau um so eine Sache geht's. Dass Karl ein bisschen mehr responsive ist im Kampf. Du Opfer. Es sieht aber so aus, als ob es weiterhin Ich brauche Hilfe. Wir haben den Dreadnought der Separatisten schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Okay. Ihr könnt sagen, dass ich ein bisschen bescheuert bin, aber haben wir das nicht schon gesehen gehabt? Du musst es einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Okay. Lass uns davon jetzt nicht irre werden lassen. Wir wissen ja, was uns erwartet. Deswegen von daher, lass uns gleich zu dem großen Jabba the Hutt gehen. Oder wie auch immer das Vieh nochmal hieß. Vielleicht können wir den von oben angreifen. Beim letzten Mal habe ich mich ja nicht so wirklich da reingeschlichen. Nein. Ich verstecke mich noch ein bisschen. Fucking hell. Okay, der macht einen dritten. Hilf mir, BD. Das ist eine Sache, die mich in dem Game so abkotzt. Wenn du so machst zu BD, kannst du dich ganz langsam nur bewegen.
Und das ist okay, das kennen wir aus den Souls-like-Games. Aber ihr habt gesehen, ich habe versucht auszuweichen. Mit meiner katzenartigen Ausweichigkeit. Und es hat nicht funktioniert. Liebe Entwickler, da müsst ihr nochmal nachpatchen. Also so geht das ja nun nicht. Und ich sehe auch, die Kamera ist ein bisschen tiefer als sonst, ne? Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so geht. Ansonsten muss ich die Kamera mal ein bisschen höher setzen wieder. Das Ding ist, wir müssen den legen. Können wir uns nicht gefallen lassen. Meine Frage ist jetzt nur... Okay. Alles andere, was wir schon erledigt hatten, haben wir aber erledigt, oder? Nicht, dass das jetzt alles nicht gezählt hat. Okay, das bringt bei mir gar nichts. Okay, ich habe versucht zu blocken übrigens, falls ihr euch gewundert habt, was er da macht. Das war mein krampfhafter Versuch. Hey, bitte. Zu blocken. Für alle, die, für die es jetzt nicht so aussah. Ich habe schon X gedrückt. Ein Stim, BD. Das ist viel besser. Alles klar? Sind wir aus der falschen Richtung gekommen? Interesting, Alter. Sieht fast so aus, als wären wir aus der falschen Richtung gekommen. Aber dann, was ist die richtige Richtung?
Scheiß. Da steht verfügbar. Okay, irgend so ein Tor überladen. Vielleicht kommen wir so daran. Interessant auf jeden Fall. Einfallende Kräfte entdeckt. Oh nein. Trivialer Gegner. Scanner ist ausgefallen. Sie können nicht entkommen. Doch, kann ich. Der Feind rüber, BD1. So, Papa ist wieder da. Keine Ahnung, ob das jetzt intelligent war. Ich glaube, dadurch habe ich jetzt verhindert. Genau, jetzt steht das nicht mehr unter Strom hier.
Ha! Ein Echo. Treffer! Macht euch bereit! Es gab eine Schlacht. Das Schiff stürzte ab. Doch ich habe Überlebende. Okay, dass das Schiff abgestürzt ist, also dafür brauche ich jetzt kein Echo, das hätte ich auch so euch sagen können. Hätte ich drücken müssen. So, brauchen wir das noch, damit wir da drüben reinkommen. Das ist ein Fahrstuhl. Ah! Schau an. Ich spüre die Macht. Seid ihr verletzt, General? Alles gut, Commander. Wo ist Marcel? Wo ist mein Padawan? Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht, wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Der Klonkommander und die Jedi-Meisterin überlebten den Absturz, aber ihr Padawan war verschwunden. Hier rüber, BD. Ach, und so kommt man wieder raus, oder was? Ah, verstehe. Oh. Das war nicht das, was ich wollte. Da habe ich ganz kurz mal die Macht gespürt. Und war ganz, ganz kurz davor, fast gar nichts mehr zu spüren. Nie wieder. Bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir nochmal in die Höhle. Und geben jetzt unsere zwei Machtpunkte aus. Wir müssten nämlich jetzt zwei haben. Und wir hatten noch so viele geile Fähigkeiten, dass ich mich jetzt schon freue, Alter, den Punkt auszugeben. Oder die Punkte besser gesagt. Sonst was explodiert. So, dann zeig mal her, mein Freund. Brauch mehr Leben. Vor allen Dingen, ist das alles, was wir machen können? Also kommen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile nur noch dazu und das war's dann? Ah nee, da drüben ist ja auch noch. Oder geht's hier noch weiter? Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst? Nehmen wir das hier. Zweiter Überkopfhieb. Feels Batman. So, dann haben wir das da alles abgefrühstückt. Alright, Leute. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber der Kampf, das Ausweichen fühlt sich jetzt doch ein bisschen präziser an. Wenn natürlich auch nicht zu 100%.
Wir müssen nochmal gegen so ein Vieh ran. Ich glaube, wir machen den erstmal platt. Bitte. Ich versuche gerade, ob man bei denen mit der Macht überhaupt irgendwas machen kann. Aber es funktioniert nicht bei dem. Wir haben ja gelernt, wir können den ja auch sowieso höchstens ins Wanken bringen. Ehrlich, BD, das willst du nicht scannen? BD hat keinen Bock mehr zum Scannen. Oh, eine fucking Blume scannt er. Erinnern mich an Grease Fell. Ist die Frage, oben oder unten lang? Droide, sie beobachten uns. Hilfst du mir mal, BD? Du Pissnelke! Hilfe, BD! Nur einer, ne? Ey! Vielleicht ein bisschen Hilfe. Ich habe nur die Kiste hier unten gesehen und wurde getriggert. Gehen wir hier entlang, BD. Du willst gemacht. Neuer Poncho. Oh, du hast was gefunden. Mm-hmm.
Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich mag keine offenen Gewässer. Also ich mag's halt wirklich absolut gar nicht. Weder in Spielen noch im echten Leben. Ich finde, in Games ist es sogar noch irgendwie ein Stück schlimmer. Ich weiß nicht warum. Deswegen, ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen. Deswegen war für mich Subnautica auch eine extreme Überanstrengung. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich brauche einen Stim-BD. So, dann haben wir da eine Abkürzung. Nice. Ist tatsächlich der erste, den wir scannen können. Einige Droiden sind in der Lage, die Funktionen von Sonden zu hacken und zu kontrollieren. Kann bewegt und als Waffe genutzt werden. Nicht mit mir. Also keine 12 Mal auf jeden Fall. Weil man so ein Oranger war Leben, ne? Commander starb durch ein Lichtschwert. Oh oh. BD, du müsstest hier etwas überladen. Zeig mir nicht an, wie ich da hochkomme. Wollte gerade sagen, ey, lass mich nicht im Stich, BD. Danke, BD. Ja, danke, BD. Bester Roboter. Sieht so verdammt geil aus, ne? Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Das heißt verdammt nochmal gar nichts Gutes. Vor allen Dingen, weil der durch ein Laser, Entschuldigung, Lichtschwert gestorben ist. Das ist gar kein gutes Zeichen.
gar kein gutes Zeichen. Aber wisst ihr, was ein gutes Zeichen ist? Dieses Zeichen. Das ist nämlich das Zeichen von meinem Kanal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben, da freue ich mich sehr drüber und dann weiß ich, dass hier noch Leute gerne zugucken. Das weiß ich übrigens auch, wenn du mir noch einen netten Kommentar schreibst, freue ich mich immer sehr drüber. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und möge die Macht mit dir sein.